Herzlich willkommen zu einem neuen Thema in unserer Videoreihe. In diesem Video werden wir uns mit der Verteilungsfunktion beschäftigen und insbesondere damit, wie man die Werte einer Verteilungsfunktion berechnet. Für dieses Video wäre es sinnvoll, wenn du mit dem Thema Funktionen schon vertraut bist. Wir schauen auf unser Arbeitsblatt und finden zum Thema empirische Verteilungsfunktion folgendes Fenster. Die Liste, und dann haben wir hier eine Liste, hat n ist gleich 10 Einträge. Die Funktion f mit f von x ist gleich die Anzahl der Einträge, die kleiner gleich x ist, dividiert durch n, heißt empirische Verteilungsfunktion der Liste. Bevor wir jetzt weiter fortfahren, klären wir noch einmal diesen Begriff der Verteilungsfunktion. Die Definition hier ist sehr ungewohnt. Wir kennen das so nicht aus den Funktionen, die wir bisher in der Schule gemacht haben. Und deshalb greife ich das Thema noch einmal auf. Was ist eine Verteilungsfunktion? Hier noch einmal die Definition. Die empirische Verteilungsfunktion ordnet jedem Wert x den Anteil der Werte einer Liste zu, die kleiner oder gleich x sind. Man muss sich diese Definition wahrscheinlich öfter durchlesen, um sie zu verstehen. Das bedeutet einfach konkret, ich kann zu jeder gegebenen Zahl einen Anteil finden, der kleiner gleich dieser Zahl ist. Und das macht die Verteilungsfunktion. Sie ordnet jeder beliebigen Zahl den Anteil in einer Liste zu, der kleiner gleich dieser Zahl ist. Konkret schauen wir jetzt auf unsere Abbildung. Wir haben hier eine Verteilungsfunktion abgebildet. Schauen wir uns zum Beispiel den Wert 1 an. Wie groß ist der Anteil in meiner Liste, der kleiner gleich 1 ist? Und wir sehen, die 1 kommt in der Liste nicht vor und 3 ist die kleinste Zahl. Das heißt, es gibt keine Zahl in meiner Liste, die kleiner gleich 1 ist und somit ist der Anteil 0. Also das funktioniert auch bei der Zahl 2. Also man muss sich wahrscheinlich die Definition öfter vor Augen halten und sie immer wiederholen, um mit dem vertraut zu werden. So, jetzt wollen wir konkret einmal das berechnen. Wir sehen uns zum Beispiel an, f von 1. Wie bereits gesagt, das bedeutet einfach, die Anzahl der Einträge, die kleiner gleich 1 ist, dividiert durch die Einträge meiner Liste, die ist hier 10. F von 1 ist gleich 0, bedeutet also, dass 0% meiner Einträge kleiner sind, gehört da als 1. So, drücke jetzt wieder auf Stopp und versuche selbst diese Wertetabelle auszufüllen. Ich habe jetzt für jeden dieser x-Werte in der Wertetabelle das f von x ausgerechnet und das sieht dann so aus. Nehmen wir zum Beispiel den x-Wert 5. Um den Funktionswert von 5 zu bekommen, muss ich die Zahl der Einträge zählen, die kleiner gleich 5 sind. Und da haben wir die 3 und 2 mal die 4. Das heißt insgesamt 3 Einträge, die kleiner gleich 5 sind, dividiert durch die Anzahl der gesamten Einträge, die ist 10, ergibt 0,3. Das heißt, der Anteil der Zahlen in meiner Liste, die kleiner gleich 5 sind, ist 0,3. Und das wird in der Verteilungsfunktion in Form einer Treppenfunktion eingezeichnet. Das heißt, für meine Zahl 5 kann ich ablesen, ist sie 0,3 der entsprechende Funktionswert.